So, und jetzt die zweite Chance für Roose. Nach immer wieder, wo ich irgendwie, wie viele andere auch, dachten, dass Roose irgendwie mal einen Part selbst hat, denkt man jetzt natürlich, weil es steht Roose featuring Olexesh. Dann erwarte, ey, wirklich, dann erwarte ich auch wirklich, wenn da Featuring steht, dass jetzt was von Roose zu hören ist. So schlecht kann er ja nicht sein, dass er immer nur in den Videos so rumsteht und keine Ahnung, irgendwas, also eigentlich gar nichts macht, außer da ist, präsent ist. So, jetzt muss was kommen. Dann natürlich über hiphop.de released. Ich bin wirklich gespannt. Irgendwas stand da jetzt noch von enthält bezahlte Werbung. Na, mal sehen. Das ist der Wagen von Project X. Das Outfit ist schon mal geil. Und wieder ein Samsung-Film. Also das finde ich halt extrem nice, dass die es schaffen mit Handys, also wenn das jetzt wieder das S, na wahrscheinlich ist es diesmal das S10, wenn das jetzt wieder mit dem Handy gemacht wird, dann Hut ab. Krass ist, also immer wieder war krass dafür, dass es mit dem Handy gemacht wurde. Ich höre jetzt gerade das erste Mal Olexesh auf Autotune. Ich kann es nicht verstecken, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, ne? Ich finde seine Stimme so geil, Mann. Das muss man nicht bearbeiten, Alter. Das erste Mal die Seiten frisch, das erste Mal bring Bullen mich nach Hause, Mama weint um mich, bitte vergib mir. Das erste Mal hörte ich nen Rap-Song und wollte auch so sein. Mama sagte nein, mach deine Schule, Rap ist jetzt kein Life. Das ballert, das ballert. Olexa hat diesen It-Faktor, den man einfach nicht kopieren kann. Olexesh ist eigentlich so ein bisschen der dritte Ostboy. Mega sympathischer, lustiger Dude. So extrem unterhaltsam und es gibt keinen, mit dem man ihn vergleichen kann. Der hat so einen einzigartigen Style. So. Wie er als Mensch rüberkommt, so, das ist ein Unikat, dieser Typ. Ich leg das Tape rein, um Finger zu träumen. Der erste Joint chill, ich vertrag das Zeug. Packe unterwegs, Wodka macht mich frei. Sinanji in seiner typischen Rolle, er ist einfach da. Oh Baby, meine Kassenband. Wir haben zu viele teuren Scheiß gesteckt. Aus Lieben ist die Red zum Champ. Zeig mit dem Finger auf die Street, ich will wissen, was dein Clip. Na, jetzt bin ich gespannt. Also, Roos, wenn du jetzt nicht einen Part bringst, dann gebe ich es einfach auf. Das erste Mal, als ich Bock hatte auf ein Tattoo, kratze ich mir mein letztes Geld zusammen, war sicher, dass ich's tu. Der Spiegel sagt mir, das bist alles nicht mehr du. Du hast dich hart verändert, Tarzan, du kriegst einfach nicht genug. Ernsthaft, Alter? Ernsthaft? Wieder ein Song, wo Roos im Titel steht. Roos featuring Olexesh, das muss man sich mal überlegen, so. Dicker, dann schreibt doch produziert bei Roos oder was weiß ich, Beat bei Roos oder Präsenz bei Roos, aber doch nicht Feature, Alter. Es klingt zwar ekelhaft wie ein Fluch, doch die Straße macht hier Druck. Du hast jetzt Geld und morgen nichts. So, oh, Baby, 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 Baby. Sie posten uns durch Webcam. Kripax Young im Black Bass. Olexesh, Roos, Baby, let's go. Wolken schwarz und Päckchen. Oder reicht das, dieses Roos, Baby, OL, Olexesh? Reicht das, um das als Feature durchgehen zu lassen? So, ich weiß es ja nicht. Also, vielleicht kann mir irgendeiner der richtigen Rap-Experten dabei da helfen. Hör mein Song faken im Club, nur der Mob beschützt den Hype. Oh, Baby, meine Kasse. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Alter. Dieses typische. So, da haben wir das nächste gute Bild. Ich kann mich da heute nicht entscheiden, ne? Hör mein Song faken im Club, nur der Mob beschützt den Hype. Oh, oh Mann, ich kann es nicht pausieren. Jetzt. Ja, Mann, das ist gut. Lose, Baby. Freunde, hört ihr das denn nicht? Olexesh. Bruce, Baby. Ja.
okay, das war jetzt Roos Part, glaube ich, ne? Oder? War das jetzt Roos Part? Da nehme ich natürlich alles zurück, war überkrass. Also ich würde die Lyrics jetzt auch mal ganz kurz analysieren. Da, das ist der einzige Song, wo ich die Lyrics dann, weil das einfach so viel ist, da muss man es einfach analysieren. Freunde, hört ihr das denn nicht? Freunde, hört ihr das denn nicht? Das könnte ein Synonym dafür sein, dass er sich nicht sicher ist, ob der Zuhörer, wir in diesem Fall, den Song hört. Also sprich, ob wir entweder taub sind, chronisch oder irgendwann im Laufe unseres Lebens. Oder vielleicht ist er sich auch nicht sicher, ob das Ding ordentlich abgemischt wurde und der Track oder beziehungsweise die Vocals etwas zu leise rüberkommen. Oder vielleicht spricht er auch die allgemeine Problematik an, dass viele gute Songs heutzutage untergehen, weil es einfach eine schiere Masse an neuen Releases jeden Freitag ist. Das könnte natürlich auch sein. Also sehr, sehr sozialkritisch, diese Lyric. Oleg Sash, das könnte der Künstler sein, um den es hier hauptsächlich in diesem Video geht. Bruce, babe. Ja, und das war's dann auch. Aber jetzt gucken wir noch mal, ob in den Kommentaren irgendwas... Ha! Und Top-Comment. Hat Roos überhaupt was gesagt, außer Roosie Baby? Danke, dass du mir aus der Seele sprichst, Alter. Von Roos besserer Newcomer als Mero. Ja, der Titel müsste eigentlich Olexash und Roos featuring Samsung Roosie Baby heißen. Oh ja, Mann. Der Text von Roos hat mich im Herzen berührt. Ich wünsche jedem Hater, dass sein Nutella-Brot auf die Nutella-Seite fällt. Boah, du bist so mies, Alter. Wie kannst du da... Wie kannst du nur so ein schlechter Mensch sein? Unfassbar. Jetzt kommen wir zu dem Überraschungsfeature des Musik des Monats. Mike Singer featuring Unique. Was ist das bitte für eine Kombo? Ja, ich bin jetzt nicht der typische Mainstream-Pop-Liebhaber. So, Mike Singer ist jetzt nicht so meine Mucke. Ist mir ein kleines bisschen zu weich gespült. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber da ich im Gegensatz dazu ein klarer Unique-Verfechter bin, führt kein Weg daran vorbei und wir müssen uns diesen Song anhören. Ganz einfach. Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom. Es ist sicher keine große Liebe, die sie heute Nacht noch sucht. Also Leute, ja, bevor wir jetzt hier urteilen, ne, denkt euch, ich mache die besten Bilder, ich sag's immer wieder, beurteilt dieses Lied bitte nach dem Maßstab, es muss Mainstream-freundlich sein. Ne? Also denkt jetzt nicht, das wird jetzt hier der aggressivste Spitter-Shit. Und Unique konnte sich hier komplett frei, also ich glaube schon, dass sie sich komplett frei entfalten konnte, aber nicht unbedingt nur nach ihrem Stil. Ne? Man muss sich bei Featuren immer so ein bisschen anpassen und ich glaube, dass man hier wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, haben wir jetzt schon gehört, mehr in Mike Singers Richtung bewegt, in seinem Stil anpasst als andersrum. Sie weiß ganz genau, was sie tut, weiß ganz genau, was sie tut. Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom. Die Katze. Also ich finde ja solche Nacktschneckenkatzen, finde ich ja eigentlich echt todeshässlich, aber dieses Miau, das war schon ein bisschen süß. Ey, wirklich, deutscher Rap oder allgemein die YouTube-Trends in den letzten Monaten und Jahren. Es könnte für Autohersteller keine geilere Zeit sein, als das, was jetzt gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich abgeht. Ja. Autos und Marken wurden in den Liedern gepusht wie nie zuvor und es scheint nicht aufzuhören. In jedem erfolgreichen Song oder der, der es mal werden möchte, muss eine Karre stehen. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Für eine Frisur, Digga, die ist ja schrecklicher als meine. Und das soll was heißen. Okay, Mut zum Seitenscheitel auf jeden Fall. Auf dich schau. Komm, wir hängen zusammen im Separé. Ach, Digga, ich kann mir Mike Singer nicht lang geben. Es tut mir leid, ich muss jetzt mal hier zu Unique's Part irgendwie kommen. Wir laufen Slow-Mo in den Club, machen Show, Bruder Muck, Eis am Handgelenk, Schmuck. Ja, Mann. Scheiß auf, was du denkst, look, komm mit wem du hängst, look, doppelt viel zu ein Cook. Wie sich das Ding einfach instant aufwertet. Danke, Mann.
Wir suchen Hardys für die Afterparty. Treff uns in der Lobby, Kikis neues Hobby, ey. Trinke Body, Shots von deinem Body. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Oh, bitte, 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 fick diese Sheeran. Bitte, Unique, fick diese Sheeran, Alter. Kick die vom Platz. Kick die vom Platz, Alter. Kann doch nicht sein, dass diese Musik, Alter, so irgendwo dazwischen her schwimmt. Ja, und das ist jetzt kein Front so, ne? Aber dass das fast unterzugehen scheint zwischen den Sheeran Davids. Aber halt von der Low ohne Bilder und so. Sex mit Niveau lässt another note. Digga, frag nicht wieso. Spiel das Spiel, kleine Ho. Ich bin Rapster, Blackstar im Pro. Oh Baby, ich sag. Das ist hot, Mann. Das ist hot, Alter. So, guck dich das mal bitte an. Die müssen nicht alle komplett nackig sein, Mann. So, die tanzen mit Stil. Die rappt mit Stil. Dicker, alles an dieser Person schreit für mich nach dem It-Factor, Alter. Ist nicht einfach nur irgendein Püppchen von nebenan. So, das ist eine Künstlerin. Das ist eine Künstlerin, Mann. Das ist eine Künstlerin, die sich durchboxt. So. Ich habe bis jetzt keinen schlechten Part gehört. Ne? Das sind Mörderdinger. Ja, der Mike Singer mit Abstand in den Schatten gestellt, Alter. Mit Abstand. Tschüss, ich muss mir da mal noch ein paar Sekunden noch mal geben. Ey. Wir laufen slow-mo in den Club, machen Show, Bruder Muck, Eis am Handgelenk, Schmuck. Sie weiß doch ganz genau, wie man sich so bewegen muss, ne? Wenn dieser Beat so langsam kommt und sie knickt so ein und kommt so langsam nach vorne. Ey, das passt so geil, Mann. Wer macht immer diese Choreografien, Alter? Scheiß auf, was du denkst, Look, und mit wem du hängst, Look, doppelt viel zu ein Club. Wir suchen Hardys, stark. Für die After-Party. Treff uns in der Lobby, Kikis neues Hobby, ey. Auch nice, der Übergang war auch krass. Absolut deckungsgleich, richtig gut gemacht. Stark. Viel zu kurz. Ich weiß nicht warum, aber das finde ich auch irgendwie niedlich so. Wenn so Mädels so eine, naja gut, ist jetzt keine leichte Zahnlücke, die ist halt schon Tanzverbot-Format. Aber bei manchen Mädels hat das was. Die wird safe mal so ein übstes Topmodel, wenn sie es nicht sogar schon ist, wer weiß. Ich hab das jetzt verstanden. Es hat ein bisschen gedauert, meine Freunde, aber ich habe es jetzt verstanden. Hier sieht man sozusagen einzigartige Menschen. Krass. Ey, cool gemacht. Sehr, sehr mutig auch von den Leuten. Ach, und jetzt sehe ich das auch bei dem Hund. Boah, wie lang ich manchmal brauche, ne? Also sehr cooles Konzept. So, das ist mir am Anfang ist mir das gar nicht aufgefallen. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus rücken können. Jo, ich verstehe zwar nicht, warum man jetzt irgendwie so eine Minute Abspann braucht, aber naja. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich am 15.10. Nicht bin. Und das ist dort. So, und jetzt zum Abschluss kommen wir zu etwas, worüber ich mich sehr freue. Das Ding hat von mir schon einen Like bekommen, bevor ich es mir richtig reingezogen habe. Ich muss zugeben, eine Minute davon ungefähr habe ich schon gehört und ich hatte so unglaubliche Gänsehaut. Meine Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, für alle, die Chakusa nicht, man muss Chakusa eigentlich mindestens kennen, so, man muss ihn nicht, ich sage niemanden, ihr müsst den und den und den Künstler feiern und den nicht feiern, so, ich trage natürlich auf diesem Kanal, auf dieser Plattform nur meine eigene Meinung nach außen. So. Und Chakusa war für mich früher einer der, ist für mich immer noch einer der krassesten Künstler, krassesten Rapper. Dieser Typ hat so viele Veränderungen mitgemacht, so viele Ups und noch viel, viel mehr Downs. So. Ich habe schon oft darüber gesprochen, deswegen will ich es jetzt nicht zu krass vertiefen. Aber wir haben hier endlich mal wieder einen Track, der mich so an Schwarzer Mann, hier sieht man es auch an der Seite, E-Mail, naja, obwohl E-Mail für dich passt da nicht so richtig ins Konzept. Schwarzer Mann, Krieg im Kopf, ich warte, sollten alle untergehen. Das ist hier so ein
oder Off, das ist hier so ein Track, oh, der geht so tief, oh mein Gott, und dieses Cover, so eins der schönsten Cover, die ich je gesehen habe, so, da brauche ich auch kein Video dazu, man, das ist auch gut, weil Videos lenken nur ab, und wir müssen auch ehrlich sein, dass die letzten Videos von Chakusa jetzt nicht die besten waren, aber, Digga, das spricht schon eine deutliche Sprache, Alter. 100.000 Aufrufe, 3.000 Daumen nach oben, 56 Daumen nach unten. Wow. Hey Chuck, zwei Zitate. Eins von Albert Einstein, eins vom Dalai Lama. Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung für das, was du tust. Irgendwann bring ich mich selber mal ganz eckig um. Wenn du mich fragst, den Mann warum, na weil die Frage so dämlich war drum. Jage mich zum Teufel, sag bei Freunde, ich muss gehen. Denn irgendwann ist alles Stahl und man zeigt Bäume im Museum. Meine Fantasie voll Sonne, doch ist überall nur Donner. Wohl ein leichtes Spiel in Überzahl der Trübsal meines Sommers. Und so tapfer war ich wieder auf dem Heimweg von der Front. Aber ich dachte manchmal, dass die Nacht nur meinetwegen kommt. Das war der Punkt, wo es mich echt hart an Schwarzer Mann erinnert hat, wo irgendwie der Schwarze Mann ins Bett kommt und ihn mitnehmen möchte. Und die Zitate am Anfang, so diese Sprecherstimme, kenne ich irgendwoher. Und ist wahrscheinlich der beste Sprecher, den man hätte jetzt hier fürs Intro holen können. So. Ich hab's weggespült und irgendwann mich selbst verloren, ist richtig. Kein Theater, keine Bühne und nicht welthistorisch wichtig. Echt die schiefe Bahn ist wohl der Weg zur Wahrheit, aber rutschig. Endlich hab ich mal die Wahl, mach ich das Schlusslicht, aber muss ich... Der erste Part, wow, 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 was zur Hölle, wie viel Gefühl da drin steckt. Oh shit, meine Freunde. Ich muss euch mal einen Kommentar zeigen, der auch auf dieses Lied passen könnte. So, und das ist unter dem Schwarzer Mann-Lied, was ich auch vorhin angesprochen habe. Ja, Alter, 1,5 Millionen Aufrufe, überkrass. Und jetzt schaut euch das mal an hier. Ja, hier ist es, und ich habe es sogar geliked, vor 4 Jahren. Was muss ein Mensch durchmachen, um solch ein Meisterwerk zu komponieren? Ich hab's auf den Punkt gebracht. Kristall klar sehen und das vom Start bis zum Ziel und die um mich weinende Welt, aber sie hat es verdient. Ich seh Kristall klar, ist eine ziemlich klare Sicht und das Schicksal trifft mich, nicht mein digitales Licht. Ich kann Kristall klar sehen und das vom Start bis zum Ziel und die um mich weinende Welt, aber sie hat es verdient. Ich seh Kristall klar, wisch den Staub von meinem Verstand, um die Aufrechten zu zählen. Ich glaube, ich brauch nicht meine Hand. Das ist Chakusa. Dieser Chorus ist Chakusa. Alle, die Chakusa noch nicht gehört haben oder wenn irgendjemand fragt, wer ist Chakusa, schickt dem bitte einfach nur diesen Chorus und ich glaube, dann hat man einen sehr, sehr guten Einblick darüber. Alle meine Sachen werden vom Nachmachen kaputt gehen. Ich misch mir hier, das wäre wie Essen ohne Salz, denn was die anderen zu Papier bringen, das verschwendet bloß den Wald. Hey. Da hat er ja die Szene ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ne? Das ist höchstes Niveau. Das ist das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein kleiner Front oder ein kleiner Seitenhieb auf höchstem lyrischen Niveau, meine Freunde. Schade, kein Autotune in der Hook. Das wird kein Hit. Muss nicht. Wow. Also Props, Chakusa, da hast du mal wieder genau das geliefert, was wahrscheinlich die Mehrzahl deiner Fans möchte. So, ich weiß, du hörst das nicht gerne, wenn Leute sagen, Chuck, mach mal so, mach mal hier, mach mal. Aber das sind wirklich von Herzen kommende Props an dieser Stelle. Das ist ein sehr schöner Track. Der geht so tief und ich werde mir wahrscheinlich noch 100.000 Mal anhören. Ich hoffe, ich finde ihn auf Spotify, damit ich den jetzt endlich meiner Playlist hinzufügen kann. So, und ich würde mir wirklich wünschen, dass mal wieder ein Album kommt, was mich genauso abholt und was mich genauso berühren kann wie dieser Kristallklar-Song. Ich bin müde, aber fühle, dass ich schlafen nie mehr kann. Da steht ein riesen schwarzer Mann an meinem Bett und zieht mich an. Und ich frage ihn, Mann, bist du wegen mir? Hier ist das richtig. Und vielleicht gehe ich ab hier mit dir spazieren, aber er spricht nicht.